Hallo Leute. Ja. Das ist der Mujahid. Das bin ich? Wer geht? Du bist Mujahid, aber ich spiele. Okay, und Tobi spielt gerade. Ich erzähle euch jetzt eine wahre Geschichte. Das ist wirklich passiert. Ich habe es gesehen. Jetzt, ich fange mal an. Ich muss anfangen. Los. Mach einfach weiter. Okay, ich fange jetzt an. Ja. Warte, ich muss anfangen. Tod. Scheiße. Ja. Einmal. Lecker. Nein. Es gibt mal einen Daniel. Und Daniel und noch was Breites. Ein breites weibliches. Also, sie verstehen mich. Fett. Und das Breite, die Breiten hat gerade Nasenbluten und Daniel gibt ihr ein Taschentuch. So, hier, bitteschön, für deine Nase. Und sie sagt dann so, oh, dankeschön. Oh, danke für dein Taschentuch. Und dann macht sie ihre Nase sauber. So. Und dann gibt sie das wieder Daniel. So. Hier, wir haben dein Taschentuch. Daniel sagt, kannst du behalten. Und sie sagt dann, oh, ein Flugzeug kommt. Flugzeug, Manu. Looping. Mund auf. Los geht's. Flugzeug will landen. Flugzeug fliegt gerade. Mund auf. Lubing. Mund auf. Ich fliege. Und dann bei Dani. Und als Dani seinen Mund aufgemacht hatte, musste er das fressen. Und dann hat sie Daniel gefragt, oh, kriege ich eine Zahnbürste? Daniel meint hier und hat es ihr gegeben. Und sie meint dann, oh, danke schön. Und hat ihre Zähne geputzt. Dann meint sie zu Daniel, deine Zähne sind auch so gelb. Warte, ich putze auch deine Zähne. Aber Dani wollte das nicht. Und sie hat dann Dani gezwungen, hier, nimm, Mund auf. Und als sie Dani Zähne geputzt hat, also sie hat es weiter geputzt, dann wollte sie wieder ihre eigenen Zähne putzen. Dann hat sie es wieder in ihren Mund genommen und hat sowas gemacht. Lecker. Zahnbürste, schmeckt dir. Und dann, als sie die Zahnbürste rausgeholt hatte, hatte sie nur die Hälfte gesehen. Die andere Hälfte war weg. Ja. Spaß. Ja, so war die Geschichte. Erzähl eine neue. Okay, ich erzähle euch jetzt eine neue Geschichte. Ja, ich fange mal an. Erstmal muss ich nachdenken. Dann kann ich anfangen. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Tobi, was machst du? Was versuchst du? Ich suche ein Versteck. Du suchst ein paar? Ein Versteck. Wirklich? Ja, ich bin ein Ofen. Oh, lecker! Ich glaube, hier ist ein gutes Versteck. Und jetzt erzähl eine neue Geschichte. Du bist ein Ofen? Ja. Erzähl mal du eine. Oh, lecker! So. Okay. Zwei Jungs gehen in einen Tunnel und der andere hat auch ein Handy. Gehen zwei Jungs. Zwei Jungs gehen durch den Tunnel, sagt der Dritte zum Vierten. Ich glaube, wir sind zu fünft, sagt der Sechste, verstehe ich nicht. Sehr schön. Erklär doch mal heraus. Okay, jetzt singen wir mal. Rede mal von heraus. Und wir warten. Rede von unserer Lehrer. Achso, ja. Jetzt. Wir haben einen Lehrer. Er heißt Herr Rabe. Ist so ein behinderter Vogel.
aber ist schon schlau. Aber auch behindert. Also er hat seinen Doktortitel, aber ist behindert. Ich weiß, wie er es jetzt hat. Was ist das? Erzähl mal weiter. Okay. Und? Ja. Ja, er erzählt immer behinderte Witze, die gar nicht behindert sind. Er hat eine Glatze und eine Brille. Die gar nicht witzig sind, nicht die, die gar nicht behindert sind. Ja, witzig, behindert ist das Gleiche. Hat mich. Ja, und? Hat mich. Und Tobi ist tot. Erzähl weiter. Tobi, ich freue mich für dich. Ja, erzähl weiter. Okay. Ja, was wollte ich nochmal sagen? Herr Rabe. Ja, Herr Rabe. Herr Rabe, ich bin größer als er, aber er ist älter. Er hat noch neu geheiratet und hat ein Kind bekommen. Ich weiß nicht mehr was. Ein Sohn, ja. Und er ist ungefähr älter als 50. Oder 500 Kilo. Oder 60. Eigentlich durfte er kein Kind bekommen.